So, da bin ich wieder zu, ihr wisst schon was. Und ich stehe hier schon in der Startlinie, wollte ich sagen, für das nächste URL-Rennen. Und es geht auch direkt los. Gar keine Zeit verschwenden mit durch der Stadt fahren oder so, sondern direkt go. Wir bekommen erstmal ordentlich viel Windschatten von den ganzen Leuten hier. 800 Windschatten, ja, warum nicht? 6 Runden. Ach du Scheiße. Gut, wir sehen, wir sind wieder auf der Rennstrecke. Kann sogar sein, dass es hier jetzt nur ein Rennen ist, was wir fahren, eben weil es 6 Runden sind. Ich würde allerdings nicht von ausgehen, dass es auch mal so Scherze gibt wie, ja, du fährst mal 6 Runden das und dann 6 Runden das und dann noch so eine ewig lange Strecke. Oh Gott. Okay, das wird dumm. Sowas hasse ich immer. Wenn ich eine Strecke habe und sehe, die dauert eine Minute oder anderthalb, um die abzuschließen und sehe dann, scheiße, wir haben 6 Runden. Da kann ich mir schon mal auf 9 Minuten fahren einstellen. Und das ist halt ziemlich blöd. Wenn, dann soll da ein bisschen Abwechslung drin sein, indem man eine Strecke macht mit 3 Runden und eine andere Strecke macht mit 3 Runden. Dass man wenigstens so ein bisschen Abwechslung hat. Aber gut, was soll's. Wir kommen mal nicht drum herum. Wir machen das einfach. 1 Minute 15 haben wir für eine Strecke gebraucht, ohne fliegenden Start. Wo will ich hin? Ich weiß es nicht. So, dann schauen wir jetzt mal, dass wir unter 1 Minute 15 ins Ziel kommen, damit wir noch diese bessere Runde oder beste Runde allgemein, dass wir den Bonus noch bekommen, also den Nitro-Bonus. Und danach, dass wir uns dann nochmal immer steigern, immer steigern, immer steigern, immer steigern und dann immer mehr Nitro bekommen. Das ist, denke ich mal, ganz gut, dass man nicht direkt die beste Runde fährt mit 1 Minute und danach immer nur 1 Minute 10 schafft oder so. Das ist blöd. Lieber 1 Minute 10, dann 1 Minute und 7, 1 Minute 5 und so. Dann hat man halt immer wieder eine beste Zeit und bekommt immer wieder mehr Nitro. Also, würde ich so sagen, ist ein bisschen besser. Da kann ich natürlich auch direkt die beste Runde fahren, aber man kann es auch andersherum machen. Und dann bekommt man halt auch noch ein bisschen was. So, 1 Minute und 6 Sekunden. In Ordnung. Da müssen wir jetzt gleich schneller sein als 1 Minute und 6 Sekunden. Und dann bekommen wir wieder ein bisschen mehr Nitro. So, und wenn ich hier um die Kurve bin, nutze ich wieder ein bisschen Nitro, denke ich mal. Na gut, hier erstmal. So. Es ist ja nur so blöd, man hat hier wirklich keine Stelle, wo man wirklich effektiv Nitro nutzen kann, weil immer wieder so eine blöde Kurve kommt hier zum Beispiel. Davor kannst du halt nicht gut Nitro verwenden. Danach aber auch nicht, weil dann hier auch nur so ekelhafte Kurven kommen. Das ist halt ein bisschen blöd. Hier bringt das Nitro halt wirklich nicht viel. Mal sehen. Dann haben wir gleich schon die Hälfte des Rennens geschafft. Und naja, das ganze Rennen wird dann wahrscheinlich 7 Minuten oder so dauern. Das ist halt schon einiges. Aber naja, 1 Minute 5. Gut, ob ich das nochmal toppe, weiß ich nicht. Wird schwer. Oh Gott. So auf jeden Fall nicht. Nein, das wird keine beste Runde. Ich glaube nicht. Aber man sehen. Man kann sich ja mal überraschen lassen. Noch ein bisschen Werbung lesen. BWS von Toyo. Und Toyo meine ich. Und Zex, hey. Werbung von Zex. War auch immer lustig, die Werbung. Also früher zumindest. Wenn man immer so mit 8 Jahren oder so das Spiel gespielt hat, mit dem Kumpel, und dann hat man da gelesen, hey, guck mal, da ist Werbung für Sex. Naja. Gut, heute ist das nicht mehr so witzig. Aber egal. So, okay, nee. Das war keine gute Runde. Jetzt haben wir einfach nur einen Bonus für eine Führungsrunde bekommen. Führungsrunde mal 2, also 300 Punkte. Also kaum was. Also, das ist kaum.
Bisschen was, aber nicht viel. Bildstein. Was ist denn Bildstein? Ich glaube, Bildstein machen auch Nitro und so. Zumindest hier im Game. Japan Tuning, ja, die machen bestimmt Vinyls und so. Kann ich mir gut vorstellen. Tribals und so. Aber gut, was soll man da aus den Werbungen herauslesen können? Nichts kann man daraus herauslesen. So, aber vom Abstand her, von den Gegnern, sieht es eigentlich schon in Ordnung aus. Die kommen da gerade erstmal jetzt um die Kurve, so langsam. Selbst wenn ich jetzt mal wirklich Mist bauen sollte, dann hat man halt immer noch ein bisschen Vorsprung. Und es sollte reichen. Eigentlich. So, komm, unter 1 Minute 5. Schaffe ich nicht. Nee. Kein extra Nitro. Aber wir sind jetzt in der letzten Runde. Das ist Trost genug. So. Einmal hier wieder springen. Wieder runterfahren, ein bisschen Nitro benutzen. Ist jetzt nicht perfekt benutzt, aber hier kann man es nicht perfekt benutzen. Das geht einfach nicht. Aber hier sind wir, glaube ich, ganz gut drum gekommen diesmal. Und ein neues Lied fängt an. Von Exhibit LAX. Oh Gott. Das Lied, das habe ich früher so oft gehört. Ihr müsst wissen, ich war früher bei Need for Speed immer so eingestellt, dass ich ein Lied hatte, was ich angestellt habe. Ich habe einmal kurz reingehört und dachte mir, hey gut, das Lied gefällt mir, oder reingehört und das Lied gefällt mir nicht. Und da war nur dieses Lied bei, was mir damals gefiel. Ich hatte die ganze Zeit nur dieses Lied am Laufen. Und es ist mir später so auf den Sack gegangen. Aber es war mir irgendwie egal schon wieder. So, und jetzt hätten wir nochmal eine bessere Runde gefahren, aber bringt uns jetzt nichts mehr. Das Rennen ist zu Ende. Wir haben es geschafft. Ach, immer diese URL-Rennen. Und das nächste URL-Rennen ist beim Flughafen. Ich schau mal ganz kurz, wo will er hin? Will er zum Flughafen zufällig? Also. Nee, ich riskiere es jetzt nicht. Sonst habe ich auf einmal den Auftrag und... Nee. Ich fahre da jetzt einfach hin zum Flughafen. Wir sehen uns da wieder, damit die Zeit von der Folge nicht abgezogen wird. Also, bis gleich. So, und hier bin ich. Es geht los. Wir sind wieder auf dem Flughafen unterwegs mit 4 Runden, also 2 Strecken. Und insgesamt 8 Runden, wahrscheinlich. Was dann nicht unbedingt schneller gehen wird als das letzte Rennen. Aber lassen wir uns mal überraschen. Vielleicht wird es ein bisschen abwechslungsreicher. Immerhin sehen wir da schon mal rechts, dass wir eine lange gerade Strecke haben. Also schön, schön eine Höchstgeschwindigkeit rausfahren können. Und das gefällt mir immer. Ich habe immer eine Strecke geliebt auf dem Flughafen, wo es wirklich die ganze Zeit nur geradeaus ging. Bis auf halt ein paar Kurven, aber fast die ganze Zeit nur geradeaus. Es ist nicht diese Strecke. Es gibt noch eine Strecke, da geht es noch ein bisschen länger geradeaus. Und es ist halt immer wieder geil, so eine Strecke zu haben. So. Jetzt hier aber Trick 17. Hier ist es, glaube ich, ganz gut angebracht. Weil man da ansonsten nicht so gut rumkommt, weil es jetzt schon wirklich knapp ist. Vor allen Dingen mit der Geschwindigkeit. Und hier, weiß ich nicht. Gut, das war jetzt in Ordnung eigentlich. So, jetzt habe ich blöderweise nicht geschaut, wie lange eine Strecke jetzt gedauert hat, eine Runde. Ich glaube 50 Sekunden oder so. Kann das? Ich weiß es gar nicht. Wie gesagt, ich habe nicht geschaut. Sehen wir gleich. So, hier werde ich übrigens jetzt auch kein Nitro verwenden. Das Nitro verwende ich erst in der Runde danach, da wir dann ganz viel Nitro haben. Jetzt brauche ich noch kein Nitro, weil wenn ich jetzt Nitro verwende, dann wird die Runde noch besser. Und ich will die noch bessere Runde ja erst für die Runde hier nachverwenden, damit ich mehr Nitro habe. Habe ich euch ja vorhin schon erklärt, wie das funktioniert. So, naja gut, eine Runde circa 50 bis eine Minute. So, jetzt habe ich volles Nitro. Und das benutze ich gleich auf der langen Strecke. Und zwar im Einrutsch.
in einem Rutsch so. Dann geht's ab. Yep. Werden wir 500 km/h schnell sein? Nein, Quatsch. Aber es wird schon schön. Es wird gut. So, und hoffentlich sind wir dann ein bisschen schneller als die Strecke gerade, dass wir sogar noch ein bisschen mehr in die Tour haben für die letzte Runde dann. So, schalt mal hoch jetzt. Danke. So, und jetzt alles verwenden. Zack. Gut, da haben wir jetzt schon ordentlich km/h rausgeholt. Kommen allerdings kaum Vorsprung zu dem zweiten. Wie schnell sind die denn bitte alle? Hm, egal. So, noch eine bessere Rundenzeit. Also nochmal ein paar ja, Nitro-Punkte abgestaubt. Und der Auspuff ist wieder grün. Hey. Fuck, ahoi. Egal, mich stört es jetzt gerade eigentlich nicht. Ich habe mich an den grünen Auspuff gewöhnt irgendwie. Sieht zwar nicht schön aus, aber wie gesagt, habe mich dran gewöhnt. Und es passt schon. Ich weiß noch nicht genau warum. So, schalt bitte nochmal hoch. Danke. So. Das sollten wir eigentlich geschafft haben. Wir sind da meilenweit entfernt. Letzte Runde. Trick 17. Sogar noch eine bessere Runde als die gerade. Und es lief gut. Und noch ein Rennen. Das war ein blöder Start von mir. Muss ich ehrlich gestehen. Wo will ich hin? Und oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was ist denn das für eine ätzende Strecke? Die Strecke wird mir nicht gefallen. Also es ist mir egal, wenn ich Zweiter werde. Dritter will ich nicht unbedingt werden, weil ich dann die Chance darauf verliere, dass ich insgesamt Erster werde im ganzen Turnier. Immerhin haben wir hier auch wieder eine schöne gerade Strecke. Ich weiß nicht, wie lange die dauert. Oben jetzt noch mit dem Flugzeug ist das eine ziemlich epische Szene eigentlich, die uns hier gerade geboten wird. Noch besser wäre es, hätten wir jetzt einen schöneren Wagen, mehr Nitro. Und na gut, das Wetter spielt mit. Das Wetter sieht in Ordnung aus. Da kann man nicht meckern. So. Strecke dauert allerdings circa genauso lange wie die gerade, also habe ich nichts gegen. Und das hier ist ätzend. Diese eckigen Kurven immer. Warum macht man das? Wollen die Entwickler die Spieler ärgern? Ist das so? Muss man mal fragen, ob die einen ärgern wollen. Also ich habe so langsam das Gefühl. So, hier benutze ich ein bisschen Nitro. Ihr werdet gleich merken, warum. Weil, wie gesagt, ich will wieder eine beste Runde haben und jetzt regnet es. Das ist nur scheiße. So viel zum Thema, dass das Wetter spielt mit. Nein, was ich sagen wollte, dass ich jetzt ein bisschen Nitro verwendet habe, ist eigentlich nur der Grund, dass ich, wenn ich jetzt 500 Nitro-Punkte gleich wieder dazu bekomme, plus die 105, nein, plus die 300, dann seht ihr, die Leiste ist jetzt voll und hätte ich jetzt noch ein bisschen mehr gehabt, also das Nitro vorhin nicht verwendet, dann wäre quasi was verloren gegangen. Dann wäre Nitro verloren gegangen und das wollen wir nicht. Natürlich wollen wir das nicht. So, und hier benutze ich jetzt wieder das ganze Nitro. So, erstmal ein bisschen ausfahren hier. So, schön. Das ist ein schöner Anblick, wenn man so schnell wird. So, mit Trick 17 jetzt. Ja, das passt. Ich glaube, so schnell wäre ich nicht um die Ecke gekommen oder um die Kurve, wenn ich jetzt abgebremst hätte. Ich glaube, dann wäre ich so bei 100 km/h geblieben oder 100, 120. Aber nicht mit 170. Glaube ich nicht. Aber kann ich nicht sagen, weiß ich nicht. Das Gute ist, wir sind jetzt schon wieder in der vierten Runde und ich habe überhaupt nichts mitbekommen. Ich bin gefahren, habe die ganze Zeit nur daran gedacht, wieder eine bessere Runde zu fahren, wieder mehr Nitro zu bekommen, dass der Regen aufhört. Und jetzt sind wir schon wieder in der vierten Runde. Es geht viel schneller. Ist viel besser, als wenn man 6 Runden hat. Dann merkt man irgendwie, wenn man 6 Runden hat, dann denkt man sich, oh Gott,
Das dauert ja ewig und dann kommt dann das auch ewig vor. Die URL hat im Prinzip viel länger gedauert, weil die mehr Strecken hatte oder mehr Runden. Aber es ging. Ist auch viel besser. So. Und ich hoffe, jetzt kommt keine Strecke mehr. Gut. Damit haben wir Stufe 3 erreicht. Wir sind also jetzt im Industriegebiet von Need for Speed Underground 2 angekommen. Wir haben neue Waren im Autohändler. Wir haben Cole Harbor erreicht. Und neue Spoiler. Jede Menge neue Rennen. Okay, nach diesem Sieg läuft der Vertrag mit deinem Sponsor aus. Also halt die Augen offen und such dir einen neuen Vertrag. Ja, ja. Gut, das hat natürlich jetzt wieder ein paar Nachteile, dass der Sponsor jetzt weg ist. Denn ohne Sponsor keine URL-Rennen. Hey, du solltest dich mal in Cole Harbor umsehen. Ich habe gehört, dass der Highway wieder frei ist. Wow, das weiß ich schon seit einer Minute. Egal, gut. Ich würde sagen, ich mache hier erstmal wieder einen Cut. Wir sehen uns beim nächsten Mal mal die Stadt an, holen uns die versteckten Shops, was 3 sein müssten, glaube ich. Ich muss hier schauen. Oder 4. 4. Cole Harbor East. Warte mal, nee, wir sind in Stufe 4. Oder? Wir sind in Stufe 4. Meine Güte, wir sind in Stufe 4 und nicht 3. Ach Mensch. Gut, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wir schauen uns dann die Stadt an und schauen, dass wir uns einen neuen Sponsor holen und danach die URLs fahren und den Wagen uns besorgen, endlich. Wir sehen uns also beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.